All right, I'm going to talk in German. Just apologize to everyone else who doesn't speak German, unfortunately. But yeah, internet switching. Das ist immer so schwierig, finde ich, wenn man zwischen, das machst du vorher hervorragend, Eva. Ich finde es sehr beeindruckend, wie du zwischen den Sprachen switchst. Der Talk vorher war eine super gute Grundlage, um das zu besprechen, was ich vortragen möchte. Und zwar geht es darum, wie wir ethisch als Individuen mit diesem, was mit uns passiert und dann insbesondere als Medienschaffende, wie damit umzugehen ist. Und ich möchte beginnen mit der Strategie von Rechtspopulisten und der Frage, was ist die Strategie von Rechtspopulisten? Die Strategie von Rechtspopulisten ist die Diktatur. Die Diktatur der Inhalte, mit denen wir uns beschäftigen sollen. Die Diktatur der Form, in der wir uns miteinander beschäftigen sollen. Die Diktatur der immerwährenden Wiederholung dieser Beschäftigung. Immer und immer wieder, bis wir das glauben, womit sie uns beschäftigen, bis wir uns selbst vergessen. Und es passiert schleichend. Das Internet spült das hässliche Gesicht unserer Gesellschaft an die Oberfläche und macht den Hass sichtbar, der zuvor nur für die direkt Betroffenen sichtbar war. Scheiß Ausländer, du Schlampe. Der Moment, in dem der Hassende seinen Hass dem Gehassten offenbarte, diese temporäre Begegnung auf der Straße, diese kurze Begegnung, sie manifestiert sich im Netz zu einer dauerhaften Begegnung. Es ist, als würde sich diese Begegnung in einer Endlosschleife immer wieder wiederholen. Die Wut, der Hass, scheiß Ausländer, du Schlampe, werden lauter und lauter. So fand der Hass im Netz ein Echo, Massen, die ihn in seinem Hass, in seiner Wut bestätigten, ihn wiederholten. Und in dieser dauerhaften digitalen Suböffentlichkeit manifestierte sich der Hass. Er legitimierte sich und er wurde in den Kreisen der Betroffenen zur neuen Normalität. Und diese Menschen glauben, sie hätten das Recht zu hassen. Sie glauben, sie dürfen. Und so schreien wir uns im Netz, im Echo-Chamber des Internets, unsere Meinungen aus dem Leib. Empört und gereizt blicken wir auf die radikal anderen, die Extremen und Extremisten und ihre Provokationen. Und während wir uns in unserer Empörung verlaufen, ermüden und erschöpfen, suchen wir Beistand bei jenen, die uns wiederholen und uns bestätigen. Was aber passiert dabei gesamtgesellschaftlich? Wir driften auseinander, weiter und weiter. Und so mancher radikalisiert sich hierbei. Somit wird das Internet zu einem fantastischen Nährboden für eine eindimensionale Sicht auf diese Welt. Ein Paradies für Meinungsfanatiker, für Extremisten aller Couleur. Sind wir uns wirklich dieser Gefahr bewusst? Was passiert, wenn wir nur diejenigen Meinungen lesen und rezipieren, die unserer entsprechen, uns in unserem Weltbild bestätigen und wenn die Algorithmen auf Google und Facebook ihr Übriges tun, indem sie uns mal wieder das zeigen, von dem sie meinen, was wir sehen wollen? Sind wir uns wirklich dieser Gefahr bewusst? Was macht es mit einer Gesellschaft, in der jede einzelne Person eine stark verzerrte Wahrnehmung der Realität hat, so verzerrt, dass wir uns voneinander abkoppeln? So stehen wir manchmal vor Menschen und sprechen zu ihnen, vermeintlich die gleiche Sprache, aber wir können nicht zueinander durchdringen, denn obgleich die Sprache die gleiche ist, sprechen wir nicht mehr mit den gleichen Bedeutungen. Es gibt keinen gemeinsamen Boden mehr, auf den wir unsere Konversation aufbauen und uns einander annähern können. Wie können dann noch Normen und das Miteinander in der Gesellschaft in der Zukunft konstruktiv gestaltet werden? Denn der Hass im Netz ist nicht bloß Abbild unserer Gesellschaft, sondern auch Vorbote dessen, was uns offline erwartet. Radikalisierte Jugendliche, die soweit glauben, dass sie sich dem IS in Syrien anschließen müssten. Ein Ort, an dem Menschen soweit kommen, dass sie der vermeintlich schleichenden Islamisierung durch alltägliche Gewalt und brennende Geflüchtetenheime begegnen wollen. Soweit kommen, dass es hier in Deutschland Menschen gibt, die einen Bürgerkrieg bevorstehen sehen. Doch wenn wir uns über den Hass in dieser Gesellschaft unterhalten, wenn wir über den Rechtspopulismus der anderen, die Extremisten, das sind die anderen, reden, dann sprechen wir häufig mit so einer Arroganz und Erhabenheit jener, die glauben, bei uns hier in der Mitte sei alles noch gut. Doch was ist mit uns? Diejenigen, die bei diesen Szenarien glauben, sie würden lediglich das Publikum darstellen. Wir alle hier im Raum glauben wahrscheinlich, dass wir zu denjenigen gehören, die relativ sensibilisiert sind bezüglich der vielen Missstände und Probleme in unserer Gesellschaft. Aber wenn ihr euch umschaut, dann müsstet ihr euch auch eingestehen, dass wir uns verändert haben. Wie oft höre ich in den letzten Monaten und Jahren in der Diskussion um Hass in dieser Gesellschaft, Islam, Rassismus, Feminismus und Frauenrechte, Migration und Geflüchtete, das sind halt Themen, die polarisieren. Nein,
Diese Themen sind nicht per se polarisierend. Sie werden es erst, indem einschlägige Blogs, Foren und Webseiten, wo zu diesen Themen gehetzt wird, unsere Kommentarspalten fluten und auf unsere öffentliche Debatte einen starken Einfluss nehmen. Denn der Hass in diesen Kommentarspalten ist nicht rein zufällig oder organisch entstanden. Wir glauben, die Kommentare in den Kommentarspalten würden die gesellschaftliche Meinungspluralität widerspiegeln. Dabei werden diese Einträge oder vielmehr Massenkommentare organisiert. 5% der Accounts sind für die Hälfte aller Hasskommentare auf Facebook verantwortlich. Sie schreiben gezielt an Redaktionen und an Journalistinnen und kommentieren gezielt unter ausgewählten Artikeln, um den Eindruck zu erwecken, bestimmte Meinungen und Positionen, beispielsweise zu Migration, Frauenrechte und Co., seien gesellschaftlich nicht tragbar, zu marginal, zu provokant für die Mitte unserer Gesellschaft. Sie verschieben unsere Wahrnehmung dessen, was in unserer Gesellschaft normal und vertretbar ist. Es ist ein Versuch, die Engagierten mundtot zu machen und zum Schweigen zu bringen. Und das Publikum, also all jene, die diese Reaktion rein beobachten, wir verändern uns durch unsere reine Beobachtung. Um das mal zu veranschaulichen, stellt euch vor, es gäbe jetzt eine Gruppe von Menschen, die zuvor hier geschlossen hinkommt und sich versetzt im Publikum hinsetzt und dann so Dinge tut, so urdeutsche Sachen wie während sie vorne jemand spricht und zwischendurch vielleicht auch vielleicht sogar Zwischenrufe tätigt oder herummurmelt oder euch etwas zuflüstert und sein Unbehagen ausdrückt. Und später, wenn wir eine Q&A-Session haben, kommen die ersten 5 Kommentare aus diesen vermeintlich nichts miteinander zu tun habenden Individuen, die aber geschlossen hierher gekommen sind und stellen keine Nachfragen, sondern eigentlich nur kritische Co-Referate. Spätestens dann wird sich eure Meinung über das, was ihr gerade gehört habt, verändern. Plötzlich werdet ihr denken, tja, obwohl ihr vielleicht allem zugestimmt hattet, spätestens dann denkt ihr, ja, streitbar, zumindest problematisch. So wird das Streben nach einer gerechteren Gesellschaft streitbar. Genau das ist es nämlich, worauf die Kommentatoren in diesen Foren abzielen. Nicht nur die Einschüchterung der Schreibenden, sondern vor allem die Beeinflussung derer, die mitlesen. So versuchen sie, rassistische, xenophobe, antisemitische, islamfeindliche Positionen salonfähig zu machen, indem sie diese Position immer und immer wieder wiederholen. Sie stilisieren sich selbst dabei zu Helden, weil sie vermeintliche Tabus mutig auszusprechen wagen, weil sie revoltieren gegen unsere politisch korrekte, verklemmte Gesellschaft mit ihren ganzen Denkverboten. Und so enden wir in einer Gesellschaft wie dieser hier. Eine Gesellschaft, in der sich jene Menschen verteidigen müssen, die andere vor dem Ertrinken retten, die helfen und nicht jene, die ihre Hilfe verweigern. Ein weiteres Beispiel, das sehr schön deutlich macht, wie Rechtspopulisten uns provozieren, ist, erinnert euch vielleicht 2016, als Alexander Garland damals über Jérémy Boateng, den Fußballnationalspieler, sagte, die Leute würden ihn nicht zum Nachbarn haben wollen. Und daraufhin entbrannte eine Debatte darüber, ob schwarze Menschen gute Nachbarn sein können. Und seine Nachbarn wurden interviewt darüber, ob er dann ein guter Nachbar sei. Und in Feuilletons und Talkshows war das plötzlich Thema. Indem wir also Medienschaffende auf diese Absurditäten und Provokationen von Rechtspopulisten und Extremisten und so weiter und so fort konstant reagieren, legitimieren wir sie. Wir lassen uns vorgeben, womit wir uns Tag ein, Tag aus beschäftigen, unsere Tage füllen. Rechtspopulisten bestimmen unsere gesellschaftlichen Inhalte. Sie geben uns Hausaufgaben, die wir wiederum brav erledigen. Deshalb sind es bei weitem nicht nur die Ränder unserer Gesellschaft, die sich beeinflussen lassen durch den Hass, den Rechtspopulismus. Auch die Mitte wandert ab. Wir alle verändern uns und haben uns verändert. Also, um dem Rechtspopulismus etwas entgegenzusetzen, lohnt es sich, seine Methoden zu verstehen. Zu verstehen, dass wir in den vergangenen Jahren auf kalkulierte Provokationen hereingefallen sind. Die Aussagen über Boateng, die Verwendung von Nazi-Vokabular, alles kalkulierte Provokationen, die funktionieren. Und warum funktionieren sie? Es gibt viele Gründe, wir haben einige gehört. Aber fragt euch doch mal selbst, warum fühlen wir uns dazu berufen zu reagieren? Weil diese Provokationen Gelegenheiten sind, damit wir uns moralisch erhaben fühlen können? Weil wir glauben, es sei unser journalistischer Auftrag, jede verdammte Provokation zu diskutieren? Weil wir nicht erkennen, dass unsere Empörung ihre Währung ist? Die Währung, mit der sich Rechtspopulistinnen Relevanz und Aufmerksamkeit einkaufen können? Weil wir glauben, wir müssen reagieren, aber nicht wissen, wie? Weil wir Anstand voraussetzen bei jenen, die keinen besitzen?
weil wir voyeuristisch gieren an der Unverschämtheit, innerlich kichern und lachen, weil es jetzt endlich aufregend wird. Weil wir glauben, dass alles sei ein Spaß, weil wir nicht sehen, dass diese Diskurse nicht bloß irgendwelche Diskurse sind, sondern auch Werkzeuge, um den Hass in unserer Gesellschaft nachhaltig zu legitimieren. Wir sind über jedes Ästchen gesprungen, das sie uns hingehalten haben. Jede ihrer Provokationen haben wir bereitwillig angenommen und als inhaltlichen Auftrag verstanden. In Feuilletons und Talkshows, in Radiosendungen, in Zeitungen und Magazinen rauf und runter diskutiert. Damit haben sie unsere politische Debatte, unsere politische Agenda bestimmt, diktiert. Wir haben die AfD so groß gemacht, wie sie es heute ist, weil wir ihre Diskussionen und Provokationen durch unsere extensiven und unendlichen Diskussionen legitimiert haben, uns ablenken ließen. Und das Enttäuschende ist, ich kenne diese Ablenkung aus der muslimischen Community. Ich kenne sie aus den muslimischen Gemeinschaften, die spätestens nach dem 11. September 2001 all ihre Energie darin steckten, sich zu verteidigen, der Welt zu erklären, dass wir natürlich nicht alle irgendwelche Terrordiener sind oder selbst sogar Terroristen. Der Welt zu erklären und zu verhindern, dass man in uns solche Menschen sieht. Und jetzt, 17 Jahre später, wenn ich zurückblicke, sehe ich, wie diese ewige Verteidigungshaltung dazu führte, dass wir innerislamische Diskussionen vernachlässigten, bis sie uns mehr und mehr erschwert worden sind. Wir konnten nicht mehr innerislamisch diskutieren vor Angst, man würde sie von außen instrumentalisieren, vor Angst, Öl ins Feuer zu gießen. Und so sind heute mittlerweile Islamkritiker, die am lautesten Probleme in den muslimischen Gemeinschaften ansprechen, nicht die Musliminnen und Muslime selber. Und ich sehe nun, wie sich dieses Muster in der Gesamtgesellschaft wiederholt. Dadurch, dass wir uns unsere gesellschaftliche politische Agenda von Rechtspopulisten diktieren lassen, vernachlässigen wir die Diskussion eigener Themen. Nur eine einzige Talkshow-Sendung hat sich im Jahr 2017 mit dem Thema Bildung befasst. Wir vernachlässigen es, eigene, konstruktive Diskussionsstandards zu setzen, weil wir unentwegt überlegen, wie denn nun auf die Hassenden, die Provozierenden zu reagieren sei. Also, was können wir tun? Ich habe 2x3 Punkte. Zunächst einmal als Medienschaffende könnte man sich folgender Punkte bewusst sein. Erstens, Neutralität und Objektivität sind eine Illusion. Ihr könnt und solltet nach Neutralität und Objektivität streben, aber ihr werdet diese niemals erreichen. Denn wir alle haben einen Bias, denn wir alle sind Menschen, gefärbt, geprägt, beeinflusst durch unsere subjektiven Erfahrungen. Seid also ehrlich mit euch selbst und reflektiert euch. Das wird euch befreien. Nummer 2, ihr seid mächtig. Und mit Macht geht Verantwortung einher. Jedes Thema, das ihr aufgreift, jede Perspektive, aus der ihr berichtet, die Informationen, die ihr auslasst und hervorhebt, diese prägen die Lebenswirklichkeiten der Menschen, über die ihr berichtet. Geht also bedacht mit eurer Macht um. Drittens, ihr habt einen journalistischen Auftrag. Und der ist nicht 1:1 abzubilden, was auf der Welt passiert, sondern die Zusammenhänge zu erkennen und zu recherchieren, Erklärungsansätze zu finden für das, was passiert. Wenn Gauland sich rassistisch äußert, nicht zu fragen, könnte das stimmen? Sind vielleicht schwarze Menschen keine guten Nachbarn? Sondern die Strategien und Hintergründe herauszuarbeiten. Was sind die Strategien und Hintergründe für eine solche Aussage? Warum tätigt er sie? Und als Individuum wiederum 3 Punkte. Wenn man in eine Debatte, in ein Thema herangeht, wie kann man selektieren? Was sind die Themen, über die wir sprechen sollten? Wie findet man das heraus? Und auch hier 3 Punkte. Es gibt deutlich mehr. Es sind vielleicht 3 Ansatzpunkte. Und ihr könnt gerne die Liste ergänzen oder auf den Kopf stellen und neue Regeln erfinden. Zumindest braucht es eine Diskussion, einen Diskurs darüber, wie wir Themen behandeln und welche wir mit Relevanz bestücken und schmücken. Erstens. Bei einer solchen Diskussion, die man angehen soll, ein Thema, das man aufgreifen soll, sich zunächst fragen, ist diese Frage von gesamtgesellschaftlicher Relevanz? Beispiel, also ich denke nämlich, dass jede Frage, wirklich jede Frage auf diesem Planeten gestellt werden darf. Man kann über alles, alles, alles reden. Die Frage ist nur, muss sie von allen gestellt und von allen beantwortet werden? Beispiel, ich habe kein Problem damit, wenn mich jemand fragt, ob ich mit Kopftuch dusche. Kann man fragen. Sich vielleicht die Antwort denken, aber, well, diese Frage gibt es wirklich. Ich würde aber diese Frage dann vielleicht individuell je nach Situation beantworten, aber ich würde diese Frage beispielsweise nicht vor einem Millionenpublikum in einer Talkshow beantworten. Also muss man sich fragen, ist diese Frage, mit der man jetzt nun hantiert, von gesamtgesellschaftlicher Relevanz?
müssen wir tatsächlich darüber diskutieren, ob die Erde eine Scheibe ist oder ob schwarze Menschen gute Nachbarn sein können. Und das führt mich wiederum schon zu Punkt Nummer zwei. Eine Grundregel für jede Diskussion formuliert der US-amerikanische Autor Robert Jones hervorragend. Ich finde, wenn man seinen Satz im Hinterkopf behält, kann man relativ gut für sich selbst einen eigenen Kompass finden, welches Thema herangeht und mit welcher Relevanz man ein Thema bestückt. Und er sagte Folgendes: We can disagree and still love each other, unless your disagreement is rooted in my oppression and denial of my humanity and my right to exist. Ich finde, dieser Satz fasst sehr schön zusammen, welche Positionen nicht eigentlich nur die eine von vielen Meinungen sind, sondern eigentlich sich außerhalb unseres gesellschaftlichen Rahmens befinden. Und sobald wir diese Frage inhaltlich diskutieren würden, eigentlich die Existenzberechtigung von Menschen in Frage stellen. Und wenn wir anfangen, die Existenzberechtigung von Menschen in Frage zu stellen, dann ebnen wir den Weg für alle gewalttätigen Konsequenzen, die damit zu tun haben. Nummer drei, wer spricht? Gebt jenen eine Plattform, die offen in eine Diskussion gehen und nicht jenen, die ideologisch in Diskussionen gehen. Also jede Plattform eigentlich nur dazu nutzen, ihre Ideologien zu verbreiten, statt sich inhaltlich mit Themen auseinanderzusetzen, zuzuhören, nachzudenken, zu reflektieren und zu überlegen, was ist das Beste für alle in dieser Gesellschaft. Wenn ihr einen radikalen Islamisten in einer Sendung sitzen habt, dann wird er sich mit niemandem auf eine inhaltliche Auseinandersetzung einlassen, sondern lediglich die Plattform nutzen, um seine Ideologie, seine Ideen zu verbreiten. Alle anderen Gäste werden eigentlich nur zu Komparsen seines Schauspiels. Und das sollte euch zu denken geben, wie wir mit anderen Extremisten in unserer Gesellschaft umgehen. Und vier Punkte waren es jetzt. Fragt euch ganz ruhig und entspannt und ehrlich, bevor ihr ein Thema aufgreift, an einer Debatte einsteigt, ist diese Frage und diese Diskussion zielführend, konstruktiv? Sind wir hinterher schlauer? Sind wir als Gesellschaft irgendwie weiter? Und ich denke, wenn man diese Punkte für sich zumindest im Hinterkopf hat und vielleicht weiterentwickelt oder sie auf den Kopf stellt, dann können wir uns aus der Aufmerksamkeitsdiktatur der Extremisten befreien. Eine Diskurskultur schaffen, die konstruktiv und lösungsorientiert ist. Für eine offene Gesellschaft, für eine plurale, diverse, tolerante, streitlustige, aber wohlwollende Gesellschaft. Damit wir uns bei alledem nicht selbst vergessen. Dankeschön. Kübra, ich danke dir. Ich schaue schon mal kurz, wo so Fragen sind, zu denen wir schon Mikros hinbringen. Hebt schon mal die Hand, ansonsten habe ich auch ganz viele. Zum Beispiel hast du gerade das Wort streitlustig noch gesagt, so kurz hinten raus. Und ich finde, das ist eigentlich, ja, da steckt ja ganz viel drin, weil Streit kann auch Lust machen und man kann Lust am Streit haben und es kann auch Spaß machen, sich zu streiten, aber davon ist im Internet ja irgendwie nicht viel übrig geblieben. Hast du überhaupt noch Hoffnung, dass wir, also gerade wenn man hier Leute von Medienhäusern hat, die ja jeden Tag unzählige Social-Media-Debatten anstoßen, geht das doch konstruktiv und empathisch oder hast du das aufgegeben? Also ich denke, es ist möglich und wir haben ja eben schon im ersten Vortrag gehört, was sozusagen die Algorithmen machen. Die Algorithmen sind sozusagen wie eine Architektur des Diskurses, die erzielen uns zu einem bestimmten Denken. Also die Gebäude, die Art und Weise, wie sie gebaut werden oder wie Städte geplant werden, erzielen uns ja auch. Wir sehen Armut nicht oder die Gestaltung von Parkbänken verhindern, dass wir Armut sehen oder Obdachlose sehen. Also wir werden ja zu bestimmten Denken und bestimmten Diskursen erzogen und die Architektur von Facebook und Twitter sind halt auf Provokationen aus. Und wann sind, weil das ist das, was am meisten Aufmerksamkeit erzeugt. Das heißt, wir selber glauben, wenn wir so ein bisschen provokant einfach dahinschreiben und provozieren, dann bekommen wir am meisten Aufmerksamkeit, mehr Likes, mehr Shares. Und das prägt einfach die Art und Weise, wie wir miteinander sprechen. Und das lässt mich ehrlich gesagt, ähnlich wie im ersten Vortrag, ein bisschen pessimistisch dahinblicken. Aber ich glaube, dass wir offline solche Räume zumindest schaffen müssen. Und das heißt dann zum Beispiel, wirklich Settings schaffen, wo wir sagen,
hier wird jetzt gedacht und offen und laut gedacht. Und ich habe vorher lange in England gelebt und hatte dort an den Universitäten, wo wir gelebt haben, die Möglichkeit, ständig immer diese Orte zu haben, wo laut gedacht werden konnte. Und als ich hierher kam, habe ich diese Orte sehr vermisst. Und ich denke aber, dass eine Zivilgesellschaft nicht gesund und nachhaltig funktionieren kann, wenn sie nicht an öffentlichen Denkprozessen teilhaben kann. Also wir müssen Räume schaffen, offline, wo wir einander erlauben, auch mal Devil's Advocate zu spielen, zu zweifeln, nachzudenken, fundamentale Dinge zu hinterfragen und auch unsicher zu sein oder Gedanken auszusprechen, die erst noch aufkeimen und noch sehr zart sind, damit diese überhaupt wachsen können. Und ich glaube, dass es dringend diese Orte braucht, damit wir die nächsten Jahre es schaffen, eine gesündere Diskurskultur zu entwickeln. So, wo haben wir jetzt Fragen? Oder steht das Mikro schon irgendwo? Die trauen sich alle nicht. So, weißt du, du hast die Anna so weggemäht. Da, da, Janko. Hier. Ah ja, da kommt eins. Ich fand den Vortrag sehr spannend und interessant und bin trotzdem ein bisschen ratlos. Aus zweierlei Gründen. Der eine ist, das, was du beschreibst oder was du einforderst, bedarf ja einer gewissen Kollektivität. Also wir alle müssen uns hinterfragen, wir alle müssen oder sollten nach dieser Devise, nach deinen Punkten, die du beschrieben hast, handeln. Und ich ratlos macht mich das deshalb, weil ich fast nicht glauben kann, dass das gelingt, weil wir ja doch alle Individuen sind und alle unterschiedlich handeln. Das, was du beschrieben hast und einforderst, nämlich dieses Hinterfragen und das Offenlegen der Strukturen von Rechtspopulisten und deren Motivation beschreiben, passiert ja alles schon. Es ist ja nicht so, dass dass Medien das nicht aufgreifen, das nicht dechiffrieren, das nicht dem Leser und der Leserin offenlegen. Und trotzdem behalten sie oder gewinnen sie an Deutungshoheit. Und das, was ich beschreiben oder was mich so ratlos macht, ist, ich möchte es an einem Beispiel beschreiben, wo dann wieder die Individualität eine Rolle spielt. Wir hatten, Gauland, du hast es gesagt, ja nicht nur diese eine Provokation, sondern viele. Und eine davon war seine Rede in Eichsfeld in Thüringen, wo er sagte, er möchte die Integrationsministerin in Anatolien entsorgen. Da haben wir uns als Medienschaffende entschieden, wir machen das nicht. Das ist eben genau eine dieser Provokationen, die greifen wir nicht auf. Das war an einem Abend, an einem Wochenende. Am nächsten Tag waren alle Medien voll davon. Es war auf Social Media eine Riesendebatte und am Ende sind wir doch zu dem Schluss gekommen, wir müssen es jetzt doch machen, weil es alle machen. Und das ist sozusagen dieser Druck, von dem ich mich frage, wie kann man sich dem entziehen? Also du hast recht, es braucht eine Kollektivität, es braucht sozusagen eine Übereinkunft und vielleicht kann, also ich denke, die Agenda wird ja halt gesetzt und was die AfD geschafft hat, ist, sie ist in ein Vakuum gestoßen, weil alle zuvor, um es ganz plump zu formulieren, nie derart unverschämt Aufmerksamkeit eingefordert haben und sie plötzlich alle Normen, die wir so entwickelt hatten, die ungeschrieben waren, plötzlich übertreten haben und wir waren so ein bisschen überfordert damit. Und dieser Empörungsmechanismus ist ja gar nicht eigentlich so schlecht. Also Empörung ist wichtig, um jemanden zu signalisieren, ich finde das nicht in Ordnung. Und im Alltag müssen wir das tun, wir müssen uns empören, um sozusagen unsere sozialen Gesetze ja zu formulieren. Empörung ist eigentlich gesund. Wenn es aber zur Strategie wird, um Aufmerksamkeit zu bekommen und dadurch mehr Outreach zu haben, so wie Ideologen das nutzen, dann kann man ähnlich wie zum Beispiel immer dann, wenn über Massenschießereien in den USA, das sind gute Beispiele, oder überhaupt Terrorattentate, wo auch eine Debatte darum geführt worden ist, wie kann man darüber reden und wie kann man darüber berichten, ohne die Täter zu verherrlichen? Wie kann man darüber reden, ohne sodass man die Debatte sozusagen umdrehen kann, ohne noch mehr Menschen anzureizen, so zu handeln oder das zu verherrlichen? Und ich denke, dass eine Sache, die auf jeden Fall passieren muss, ist, es gab ja in diesem Jahr so im Mai kurz eine Debatte, die dann als sozusagen diese Talkshow-Blase implodiert ist mit Maischbergers Sendung zum Thema, sind wir zu tolerant gegenüber dem Islam? Da gab es sozusagen so einen kurzen Moment, wo so eine selbstkritische Debatte angestoßen worden ist. Und ich glaube, was es eigentlich bräuchte, ist tatsächlich viele Medien schaffen, an einen Tisch zu bringen und zu sagen, wir entscheiden uns kollektiv, mal eine neue Strategie auszuprobieren, um nicht
da hereinzufallen in diesen Mechanismus. Und dann nochmal diese Debatte tatsächlich öffentlich zu führen, was passiert mit uns. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, viele Medienschaffende kennen einige dieser Prozesse, aber ich bin, wenn ich unterwegs bin in Deutschland und unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen treffe und vor unterschiedlichen Publikum spreche, merke ich, die meisten wissen nicht, was da mit ihnen passiert. Sie kennen die Architektur des Internets nicht. Sie wissen nicht, dass sie zu einem bestimmten Denken erzogen werden. Und ich denke, dass es da noch mehr Aufklärung braucht. Das ist, und da können gar nicht nur Medienschaffende sozusagen ran. Es braucht sozusagen eigentlich Medienbildung. Und mit Medienbildung meine ich gar nicht nur die Schülerinnen und Schüler, die an Schulen sozusagen da lernen sollen, wie man mit Medien umgeht, sondern vor allem ältere Menschen, die sehr viel Zeit an der Hand haben und eigentlich ein bisschen überfordert mit diesen Medien hantieren und nicht wissen, was mit ihnen dabei passiert. Deshalb bräuchte es eigentlich tatsächlich mehr Aufklärung, die aber nicht nur von Medien selbst erfolgen kann. Ja, also mehr Fragen als Antworten eigentlich, aber ich finde, das ist zumindest eine Debatte, die wir führen müssen und ein Appell, den wir richten müssen. Und vielleicht kann man, also wenn man zum Beispiel diese Strategien offenlegt, das haben ja einige Medien immer wieder gemacht in Bezug auf Attentate zum Beispiel oder auf Massenschießereien, warum sie nicht den Namen nennen, warum sie nicht ein Porträt über diese Personen schreiben, haben offengelegt, warum sie jetzt das unterlassen. Und Menschen verstehen das, es verändert was an Menschen, weil sie merken, ah stimmt, wenn jetzt über einen Attentäter an einer Schule so lange berichtet wird, dann wird er verherrlicht. Menschen begreifen das. Und ich glaube, wenn man sozusagen diese Entscheidung transparenter macht, dann könnte das auch eine Wirkung haben. Darf ich eine Anschlussfrage stellen? Die geht auch ganz kurz. Ja. Das schließt ja daran an, mit Rechten reden, ja oder nein. Wir hatten jetzt die Debatte Margarete Stokowski. Wir hatten die Einladung der AfD-Fraktion Sachsen an die Chefredakteure der ARD und des ZDF. War Margaretes Entscheidung richtig? War die Entscheidung der Chefredakteure falsch? Also ich finde, man muss mit Rechten reden, aber nicht alle Menschen. Also wir können ein paar Leute auswählen, die wir hinschicken, die Radikalisierungsarbeit betreiben, so wie früher auch. Ja, es gab ja Nazis vorher auch schon und es gab dann Sozialarbeiter, die sich mit ihnen beschäftigt haben. Wenn jetzt Gauland sich ernsthaft fragt, ob schwarze Menschen gute Nachbarn sind, dann schickt man jemanden hin, der ihm das erklärt. Aber wir müssen nicht alle uns hinsetzen und jetzt aufschreiben, warum das falsch ist. Kübra, vielen Dank, dass du diese Debatte heute hier auch angestoßen hast. Vielen Dank für diesen Talk. Schön, dass du da bist. Danke dir.